Hallo und herzlich willkommen zum ersten e-Studie Video Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euren Blog besser organisieren könnt, beziehungsweise wie ihr Kategorien hinzufügen könnt und Menüs individualisieren könnt. Wir hatten dazu die Anfrage einer Kommilitonin, die wollte das gerne machen, war aber ein bisschen überwältigt von den ganzen Optionen, die das Blog-System bietet. Und ja, ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wie ihr etwas ändern könnt. Hier auf dem Bildschirm seht ihr als erstes mal unseren Beispielblog. Also hier habe ich einfach nur ein paar Beiträge erstellt, die sich momentan am Stand des Seminars orientieren. Ich habe zum Beispiel ein Lernprojekt angelegt. Ich wollte mich hier um meine Zimmerpflanze kümmern. Habe einen Beitrag dazu geschrieben über Dünger für Zimmerpflanzen und habe hier auch einzelne Beiträge für die letzten Aufgaben schon mal testweise angelegt. Wie man hier jetzt an dem Blog sieht, ist das alles eigentlich ein bisschen unübersichtlich. Es wäre eigentlich schöner, wenn man direkt zu den einzelnen Aufgaben kommen würde, könnte, wenn man jetzt zum Beispiel direkt zum Modul A gehen könnte oder sich direkt alle Beiträge angucken könnte, die etwas mit dem Lernprojekt zu tun haben. Ich habe das Beispiel beispielhaft schon mal gemacht. Und zwar kann ich euch das einmal hier zeigen. Hier habe ich den Blog ein bisschen angepasst. Ihr könnt schon sehen, hier oben in der Menüleiste hat sich was geändert. Es gibt einmal den Punkt Aufgaben und gleich daneben eine weitere Kategorie, Projektbericht. Wenn man darauf klickt, tauchen weitere Beiträge auf, die was mit dem Lernprojekt zu tun haben. Und hier kommt man direkt zum Lernprojekt hin. Hier in der rechten Hälfte habe ich eine kleine Navigation eingefügt. Man sieht hier zum Beispiel jetzt die Blogbeiträge, wie sie in Kategorien geordnet sind und wie sie den einzelnen Modulen zugeordnet sind. Und als Kleinigkeit zum Schluss habe ich noch zwei Sachen hinzugefügt, dass man einmal die letzten Artikel sieht, die geschrieben worden sind, und die letzten Kommentare, die gesetzt worden sind. Und wie ihr das hinkriegt, zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal müsst ihr in das sogenannte Dashboard gehen. Das Dashboard ist die Kommandozentrale eures Blogs. Hier könnt ihr sämtliche Einstellungen machen, eure Beiträge schreiben. Das kennt ihr auch schon. Und zwar sieht das so aus. Ihr kommt hier hin. Wenn ihr einen neuen Artikel schreibt, geht ihr natürlich auf Artikel erstellen. Wie gehabt. Aber hier gibt es noch unglaublich viel mehr Optionen. Anfangen möchte ich, indem ich erstmal meine Beiträge Kategorien zuordne. Das mache ich, indem ich hier auf den Reiter Kategorien gehe und einige Kategorien anlege. Zum Beispiel die Kategorie Lernprojektbericht für Beiträge, die etwas mit dem Lernprojekt zu tun haben. Dann halte ich noch eine Kategorie Aufgaben für die jeweiligen Modulaufgaben. Und dann hätte ich noch ganz gerne zu den jeweiligen Aufgaben eine extra Kategorie, die erst dem bestimmten Modul zuordnet, zum Beispiel dem Modul A. Weil dieses Modul A jetzt zu den Aufgaben gehört, kann ich das hier der Kategorie Aufgaben unterordnen. Dasselbe kann ich für die Module B, für Modul C und bald natürlich auch vom Modul D und so weiter machen. Jetzt habe ich hier schon die Module angelegt. Jetzt muss ich nur noch meine Beiträge den Kategorien zuordnen. Dazu gehe ich hier einmal auf alle Artikel, habe hier eine Übersicht über jeden Artikel, den ich bislang geschrieben habe und kann jetzt anfangen, die Beiträge einer Kategorie zuzuordnen. Am schnellsten geht es, wenn ich hier auf Quick Edit klicke und jetzt zum Beispiel diesen Beitrag Dünger für Zimmerpflanzen meinem Lernprojekt zuordne. Das mache ich einmal ganz schnell. Tweet, ich habe Marielle Lieb, gehört zum Modul C. Die Milchmädchenrechnung ist B. B gehört es natürlich nicht mehr. Wie habe ich das noch?
ist das diesmal? Die wieder eine Aufgabe zu Modul A. Oh, hier oben habe ich das noch vergessen. Das gehört hier zum Lernprojektbericht. Das war der erste Schritt. Im nächsten Schritt möchte ich das Menü anpassen. Gehen wir mal kurz zurück. Mit Menü meine ich diesen oberen Bereich hier. Aufgaben, Projektbericht und Lernprojekt. Um das zu editieren, muss ich in den Bereich Design gehen, dort den Punkt Menüs auswählen und ein neues Menü einlegen. Nenne ich das Ganze doch einfach mal Hauptmenü und klicke auf Erstellen. Dieses Menü hat jetzt noch keinen Inhalt, aber ich kann hier in dieser mittleren Leiste nun Sachen zum Menü hinzufügen. Zum Beispiel möchte ich meine Kategorien hinzugefügt haben. Dazu kann ich einmal die Aufgaben und den Bereich Lernprojektbericht auswählen und diese zum Menü hinzufügen. Nun habe ich natürlich wie auch eine statische Seite angelegt, wo mein Lernprojekt beschrieben wird. Die kann ich hier natürlich auch auswählen und auch zum Menü hinzufügen. Ein Klick auf Speichern und wir haben den ersten Punkt geschafft. Können wir jetzt einmal kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Und eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Wir müssen das Ganze zum primären Menü machen. Hier, dieser linken Seite müssen wir es noch auswählen. Wenn wir jetzt unseren Blog aktualisieren, haben wir unsere drei Kategorien. Klicke ich hier auf Aufgaben, kommen diese Berichte, der Lernprojektbericht und der direkte Link zu meiner Zimmerpflanze. Im nächsten Schritt wollen wir noch diesen Bereich editieren und hier auch noch eine kleine Übersicht der Kategorien hinzufügen. Gehen wir jetzt wieder zurück ins Dashboard, bleiben hier im Bereich Design und gehen in den Unterpunkt Widgets. All diese einzelnen Module, die hier nachher auftauchen, sind sogenannte Widgets, also kleine Programme, kann man fast sagen, kleine Menüstrukturen, kleine Dinge, die irgendwelche Funktionen erfüllen, die für den Blog wichtig sind. Wenn wir jetzt hier auf Widgets geklickt haben, sehen wir hier auf eine riesige Liste eigentlich an möglicher Widgets, die wir nachher für unseren Blog verwenden können. Und hier auf der Seite sehen wir die Möglichkeiten, wo wir diese Widgets einfügen können. Dieser rechte Bereich hier entspricht diesem Punkt, allgemeine Sidebar. Und ich möchte jetzt hier gerne meine Kategorien anzeigen lassen. Also wähle ich aus dieser Liste an verfügbaren Widgets das Widget Kategorien aus und ziehe es in die allgemeine Sidebar. Hier bekommen wir dann noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Zum Beispiel könnten wir sagen, ich möchte auch hinterher eine Anzeige meiner Artikel anzeigen lassen, die Anzahl der Artikel. Und die Hierarchie der Kategorien war auch ganz nett. Klicke auf Speichern. Gehe mal kurz in den Blog zurück, aktualisiere das Ganze und sehe eine Übersicht an Kategorien. Es gibt hier noch, wie gesagt, eine ganze Reihe von Widgets, mit der ihr euren Blog individuell gestalten könnt. Ich zum Beispiel habe das noch ganz gerne, wenn man eine Übersicht sieht über die letzten Artikel und über die letzten Kommentare. Wenn man hier jetzt irgendwo auf Speichern klickt, ist das Ganze auch dabei. Aktualisieren wir mal den Blog. Und wir haben neue Widgets eingefügt bekommen. Ja, jetzt haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Wir haben eine Übersicht über die verschiedenen Kategorien.
Wir kommen schnell zu den jeweiligen interessanten Bereichen unseres Blogs. Und wir haben hier an der rechten Seite eine bisschen geordnetere Navigation. Das war's fürs Erste. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und bis zum nächsten Mal.